Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, ich bin die Uli, ich arbeite hier im vegetarischen Restaurant Brennnessel und werde heute eine Gemüse-Zartweizen-Paella zubereiten mit Creme Fraiche. Unser Gericht besteht aus Zartweizen, dann aus Gemüse, Aubergine, Paprika, Zucchini. Zum Schluss wird es mit Ingwer, Chili und Creme Fraiche verfeinert. Zuerst wird der Zartweizen in Salzwasser 8 bis 10 Minuten weich gekocht. Und in der Zeit, wo das passiert, könnte man das Gemüse ja schon in Streifen schneiden und zum Anbraten vorbereiten. So, zum Schluss nehmen wir noch ein bisschen Chili. Das wird gleich mit angebraten. Und den Ingwer, den ich hier schon vorgeschnitten habe, und kleine Würfel, gehen mit dazu. So. Jetzt gebe ich hier Olivenöl in die Pfanne. Das lassen wir jetzt schön heiß werden. Und dann kann das Gemüse angebraten werden. Jetzt nehme ich die Gewürze Curry, Ingwer, Koriander und Kumin. Den Curry und den Kurkuma geben wir gleich zuerst mit rein. Das kriegt ein schönes Aroma. Und natürlich das Salz nicht vergessen. Ich habe jetzt noch mal etwas Olivenöl nachgegeben, weil die Aubergine, die saugt sehr viel Öl auf und damit wird das schnell trocken in der Pfanne. Und damit das nicht anbrennt, das andere Gemüse, geben wir immer noch ein bisschen Öl nach und dann brutzelt das schön weiter. Bei der Pfanne kann man auch sehr gut Knoblauch dazugeben. Also für Knoblauchliebhaber ist das sehr gut geeignet. Jetzt geben wir das Zartweizen dazu. Löschen jetzt mit Weißwein ab. Sie können aber auch sehr gerne Gemüsebrühe dazu verwenden. So, jetzt ist unser Gericht fertig und richte das jetzt auf den Tiefteller an. Ich empfehle Ihnen dazu Creme Fraiche, weil da die Pfanne etwas cremiger wird. Und für das Auge könnte man ja noch ein bisschen Kresse oben drauf setzen. So. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen mit besten Empfehlungen aus der Brennnessel. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de